Hallo zusammen. Könnt ihr mich alle hören? 50 Minuten, nicht wahr? Die Eieruhr, danach wollen wir Party machen. Herzlich willkommen hier im schönen Darmstadt. Mein Name ist Nanook, ich komme vom Hackspace Siegen. Halte den Vortrag über G20 und Grundgesetz Artikel 20, das Widerstandsrecht. Ich bin kein Anwalt, ich gehe gerne auf Demonstrationen. Und von Demo zu Demo denke ich mir immer, oh Mann ey, muss ich mal einen Vortrag drüber halten. Dann war die Call for Papers hier zur MMCD, da habe ich gesagt, da muss doch jemand einen Vortrag drüber halten, da habe ich meinen eingereicht. Und jetzt stehe ich hier und bin etwas nervös, weil hier ist alles viel größer, als ich es in Erinnerung habe von dem letzten Mal, als ich auf der MMCD war. Vor allem seid ihr aber auch viel schöner. Das ist mein Bier vielleicht. Dann die Vortragsunterlagen findet ihr im GitHub. Das heißt, ihr könnt meine Fehler ausmerzen, forken und woanders Vorträge halten. Bitte tut das. Es gibt viele offene Fragen und wir sind ja in einem Prozess, wie die Repression in Zukunft aussieht. Darf man auch mit dem Mikrofon trinken? Und bitte gebt mir Feedback unter dem unteren Link. Weil diesen Vortrag halte ich am 20.10. nochmal bei mir in meiner Heimatstadt. Da kennen mich mehr Leute und da muss ich besser brillieren. Kommen wir zum Inhalt. Drei Teile, wie in der Beschreibung angekündigt. Diesmal halte ich mich auch daran. Erstmal UN G20. Was ist das? Was soll das? Teil 2 ein bisschen größer und auch, weiß ich nicht, ein Sumpf. Es sind nämlich Rechte und Strategien. Ich fange beim Grundgesetz an, quasi der Urknall der BRD. Und irgendwann ende ich bei Polizeistrategien. Gleich zweimal, das ist ein LaTeX-Fehler. Also wer das forkt und korrigiert, kriegt von mir gleich einen Schunk ausgegeben. Teil 3, Verlauf der G20, werde ich ganz kurz über die gewählte Polizeistrategie rübergehen. Kennen wir alle vom Fernsehen, diesem Altland. Und ich werde den Fokus auf die friedlichen Demonstrationen drauflegen, weil für mich ist es meine Agenda hier, unter allem von wegen hier ein bisschen über Recht und Polizeistrategien zu sprechen, ist, dass wir keine Angst haben, auf Versammlungen zu gehen. Also friedliche Demonstrationen sind wichtig, ist gut für Deutschland. Und ich hatte jetzt gerade Thilo Jung im Kopf. Fangen wir an. Also, was kann eigentlich die G20, was die UN nicht kann? Die UN ist ja United Nations, aller mehr oder weniger anerkannten Länder. Und die G20 sind nur 20. Also was können die 20, was die fast 200, das Zehnfache davon nicht kann? Nun fangen wir an mit einer kleinen Gipfelkunde. Diese Gipfeltreffen, wie wir sie nennen, die hatten vorher einen viel besseren Namen, wie ich finde. Der war treffender. Und zwar nannte man sie Herrschertreffen. Ja, da waren die Könige und Fürsten und Kaiser und Zaren und Diktatoren am Start. Heute haben wir ein bisschen Sprachenhygiene betrieben und nennen das jetzt Gruppe der 20 wichtigsten Industrie- und Schwellenländer. Die machen, was Bevölkerung angeht und was Bruttoinlandsprodukt angeht, weit mehr als die Hälfte aus. Also vor allem was Bruttoinlandsprodukt angeht, mehr als die Hälfte. Was Bevölkerung angeht, nicht ganz so viel. Das ist also eine demokratische Frage, ob wir etwas in der G20 entscheiden wollen oder doch lieber in der UN. Die G20 hat einen Fokus. Sie beschränkt sich auf die Themen Wirtschaft und Finanzen, Klima, Migration, Frauenrecht und Bildungschancen und natürlich unten Terrorismus. Was, was für ein zielgenauer Fokus. Da kommt man bestimmt vorwärts, wenn man so orientiert arbeitet. Ich möchte euch hier die Weltkarte präsentieren. Alle blauen Länder sind in der G20 und die hellblauen Länder, die werden repräsentiert durch die Europäische Union, die als Land selber in der G20 ist. Kurze Zwischenfrage, rede ich zu schnell? Zu laut? Vader ich ins Mikrofon? Gut. Also es ist schon ein Teil der Welt, aber es ist nicht die Welt. Und ihr erinnert euch, es geht zum Beispiel um Migration und gerade die Länder, wo viele Leute wegmigrieren wollen wegen Krieg oder Dritte Welt oder sowas, die sind nicht in der G20. Also es ist, da wird über Köpfe hinweg entschieden.
Grob dauert, oh, ich liebe die Party gleich, die wird richtig gut. Grob dauert so ein Gipfel 2 bis 3 Tage und es gibt ein Abschlusskommuniqué. Das klingt sehr gut. Die Leute, die da sind, die wichtigen Köpfe, haben das eigentlich auch nicht erarbeitet. Das waren deren Zuarbeiter, deren Sherpas. Die wichtigen, mächtigen Leute, die sind da eigentlich nur für Fototermine, für ein Shake-Hands und vielleicht im Nebensatz mal ein paar Sachen klarzuziehen. Und es gibt natürlich auch Theaterbesuche und Konzerte. Wir sehen jetzt hier in Folge ein bisschen, warum ich denke, dass ein Gipfel vor allem ein sehr schöner Fototermin ist. Wir befinden uns im Wahlkampf. Und die junge Dame in Rot, Frau Doktor, ist ja kandidiert ja wieder. Und die Bilder kommen von der Bundesregierung. Das bitte im Hinterkopf behalten, wenn ihr die nächsten Bilder verzerrt. Vorneweg, vor Trump, vor der SPD noch wegmarschiert. Einfach mal die Hand zur Türkei ausgereicht, aber nicht geguckt. Die Mächtigen treffen sich unter der Ägide der Merkel bei uns. Hier kommen Freunde und Feinde zusammen. Vorneweg in der V-Formation, wie man sie im Frühling und im Herbst sieht, die Gänse. Und Frau Merkel wieder vorweg. Das ist eins der Frühstücke. Man frühstückt auch gemeinsam natürlich nach einer durchzechten Nacht bei einem Theaterbesuch. Und man trinkt offensichtlich Orangensaft. Oder es ist ein trübes Weizen, aber ich... Das ist natürlich auch cool, das kann man auch politisch, also ne, hier Merkel sagt dem Trump die Wacht an, ganz wichtig, die Frau sagt, was angeht. Und dann hat sich am Ende Frau Merkel auch bei der Polizei bedankt für ihren Einsatz für die Sicherheitskräfte. Und das wird natürlich auch in diesem Bild festgehalten, wie die Sicherheitskräfte, die Polizei ist ja ein Exekutivorgan, kommen wir später noch zu, der ersten Frau der Exekutive zuschaut. Aber die Frage für uns ist, die will keinen Fototermin haben, die will keinen Orangensaft trinken und nicht mit den Schönen und Reichen auf Konzerte gehen. Was hat der G20 jemals für uns getan? Das ist aus Life of Brian. Ich hoffe, man kann das sehen. Um es zusammenzufassen, der G20 hat einen Scheißdreck getan. Also es gibt kein Aquädukt. Also ich halte mich jetzt hier an den Film. In der Medizinforschung gibt es auch keine Beschlüsse. Die Kommuniqués, die Abschlusskommuniqués sind nicht verbindlich. Das ist Laber. Erzogen wird von den Politikern auch keiner mehr oder weniger, ja, draußen von den Sicherheitskräften. Für öffentliche Ordnung haben sie nichts getan, weil, da kommen wir später nochmal zu, überall, wo der Gipfel stattfindet, sind Randale, also quasi das Gegenteil von Ordnung. Also, rede ich so schnell? Hervorragend, du gibst mir... Der junge Mann darf mir einen Chunk ausgeben. Okay, der nächste Bug. Der nächste Bug ist für Chunk frei. Es gibt noch mehrere Gelegenheiten für Chunks. Also. Bewässerung, nur wenn die Wasserwerfer natürlich für die öffentliche Ordnung benutzt werden, aber sonst auch nicht. Straßen werden gesperrt. Volksgesundheit ist jetzt nicht das große Thema. Und Frieden, also die G20 gibt es grob, also Gipfeltreffen gibt es schon seit jeher, aber Frieden seit jeher nicht. Können wir also auch sagen, der G20 hat nichts für uns getan. Was noch viel schlimmer ist, der hat keine Vision. Bei der UN habe ich nämlich zumindest das Gefühl, das ist Weltregierung, das ist ein bisschen Star Trek. Ja, die haben die Erde verlassen, auf der Erde ist halt die UN am Start und alle tragen diese coolen Anzüge und sind friedlich und organisieren Kram und es gibt kein Geld und so. Die Vision hat auch irgendwie nachgelassen. In den letzten 10 Jahren habe ich nicht mehr Cooles von der UN gehört. Vielleicht bin ich zu alt geworden, vielleicht bin ich auch zu sehr mit dem, weiß ich nicht, in der Netzpolitik oder mit dem CCC unterwegs oder das... Die Demonstrationen reiben mich auf. Aber der G20 hat kaum was getan. Als die Bankenkrise da war, okay, da haben sie gesagt, wie sie die Banken retten, aber nicht uns. Und sie haben entschieden, dass die Gipfel nicht mehr in Großstädten stattfinden sollen. 2001. Und selbst daran halten die sich nicht. Vergangene Gipfel. Ich fange von oben runter an. Ich werde den Namen leider auch falsch aussprechen. Hangzhou, weil ich es nicht besser weiß, ist in China. Sind halt ein Haufen Leute überprüft worden, 170.000, das ist eine gute Zahl. Fabriken sind zwangsgeschlossen worden, damit der Himmel schön blau ist. Jetzt ist China natürlich als Volksrepublik was anderes als die Bundesrepublik Deutschland. Das ist mit Demonstrationen ein bisschen anders gehandelt. Aber unter anderem wurde Deutsche Welle nicht akkreditiert. 2018 in Heiligendamm, bisschen, das schon fernab. Da war auch heftig viel Gegendemonstration angesagt. In Rostock gab es Randale. Es gab einen Bundeswehreinsatz, Satellitenaufklärung, da wurde quasi das Feinste des Feinstens aufgeboten. Aber wofür? Um öffentliche Ruhe
und Ordnung herzustellen oder um das Versammlungsrecht, wo ich nachher komme, zu schützen für die friedlichen Demonstranten. 2007 Schloss Elmau, auch ein Riesending. Ich möchte hier darauf hinweisen, dass es gab 17 Staatsanwälte und 100 Richter. 2001 Ingenieur ist Carlo Giuliani von der Polizei erschossen worden, von einem Polizisten. Das war ein absoluter Tiefpunkt und seitdem hat man sich auch überlegt, dass man halt nicht in Großstädte die Gipfel hält. Und 92 gab es halt ein G7 in München, da gab es so die harte Linie, da wurde durchgegriffen, die harte Hand, aus einer bayerischen Art, ja meh. Kesselstrategie zum Beispiel ist da benutzt worden. Also als Ergebnisse, wie gesagt, die Bankenkrise gibt es da, es soll keine Gipfel mehr in großen Städten stattfinden. Ansonsten wird auch wieder häufig argumentiert, wir würden was über Umwelt oder Umweltschutz sprechen. Und im Kommuniqué steht auch was dazu, aber es hat halt keine Verbindlichkeit. Im Gegensatz zu UN-Resolutionen, die teilweise Verbindlichkeiten haben können, wenn sie endlich entschieden wurden. Wir haben also gelernt, dass Deeskalation auf Gipfeln wichtig ist, am besten, indem man sie auf einem Flugzeugträger im Ozean hält. Da kann nicht viel passieren. Ansonsten hat man halt wenig aus der G20 gelernt. G20 übrigens nicht verwechseln mit G20 der Schwellenländer. Hier eine Karte, sieht fast wie das Negativbild aus von den anderen G20. Und die hatten sich in einem Thema verrannt, das waren viel zu viele Themen. Nämlich deren vielen Themen war Agrarpolitik. Und da waren also 20 und haben sich um Agrarpolitik unterhalten und haben zu viele Forderungen gestellt, nämlich Abbau von Agrarsubventionen und von Importbeschränkungen. Und zwar jeweils in der EU und USA, damit der freie Welthandel fair ablaufen kann, sollte dort auch die Subventionen in den USA und EU abgebaut werden und die Importbeschränkungen ebenfalls. Für den freien Markt, der in anderen Richtungen, TTIP und so weiter und so fort, immer vorangetragen wird. Ist gescheitert. Warum? Weil USA und EU gesagt haben, nö, machen wir nicht. Das passiert also, wenn man eigentlich Leute nicht am Tisch mitsitzen hat, die mitentscheiden sollten. Also auch beteiligt sind bei den Entscheidungen. Das ist ein gutes Beispiel, warum das hier nicht funktioniert und warum G20 nicht funktioniert, wenn es um Migration geht zum Beispiel und viele afrikanische und Nahoststaaten nicht mit am Tisch sitzen. So, die United Nations sind 193 Staaten und sie haben halt Aufgaben. Zum Beispiel gibt es hier so eine Arbeitsgruppe Wirtschaftliches und Soziales und regionale Abmachungen. Das ist so ein Riesenmantel, da passt das, was die G20 möchte, mehrfach rein. Und der Vorteil bei der UN ist, die sitzen da, die haben ihre Gebäude, da ist es warm, die haben Sekretärinnen und Übersetzer, die haben die ganze Infrastruktur, die haben Netzwerke, die haben Webserver, gehst du einfach hin, die haben große Zäune drumherum, das steht da, das wird warm gehalten, um eben sowas wie G20 dort abzuhalten. Wird aber nicht gemacht. Also der Vorteil ist natürlich, dass die UN, wenn sie erstmal einen Beschluss gefasst hat, dass das dann ratifiziert werden soll. Hier stelle ich nochmal gegenüber, die UN in hellblau, das ist der größte Teil der Welt, und die G20. Wenn man jetzt also um Wirtschaft, Finanzen, Klima und die ganzen Themen sprechen wollte, finde ich persönlich, dass die UN der richtige Platz ist, weil sowas wie Klima, Finanzen und Wirtschaft betrifft halt alle und nicht halt nur die Nutzen nießen wollen, auf den Rücken anderer. Kommen wir nun zum zweiten Teil. Oh, wir haben noch 35 Minuten. Hat jemand Fragen bis hierhin oder eine kleine Anmerkung? Vielen Dank, dass ihr die Stille überspielt habt mit einer Frage. Es gibt also in dem Teil Rechte und Strategien möchte ich aufs Naturgesetz eingehen. Ist ja auch ein Gesetz, ne? Grundgesetz und dann die Polizeistrategien. Kennt jemand dieses Naturgesetz vom großen F? Also das ist das Gesetz der Anziehungskraft, F. Und wenn ich möchte, dass meine Freundin mich mehr liebt, dann muss ich entweder dicker werden oder näher an sie ran. Aber es ist ein Naturgesetz, ich kann nichts dagegen machen. So, ich kann nichts mit Blumen oder Pralinen, schönen Wörtern überzeugen, Gedichten. So, und alle müssen sich daran halten. Wenn Liebe so definiert ist, dann muss sie dazu nehmen oder näher an die Liebe ran. Also das wäre quasi ein technischer Versuch einer technischen
Lösung für ein soziales Problem. Ich rede aber von dem ganzen anderen Kram, der wirklich grundsätzlich weich ist. Das haben wir uns selber ausgedacht. Das Grundgesetz versucht, eher wie ein Naturgesetz rüberzukommen, weil zum Beispiel in Artikel 1 gesagt wird, die Würde des Menschen ist unantastbar. Wirklich? Also gerade in diesem Land, zu Nazi-Zeiten, haben wir die Würde des Menschen ziemlich gut angetastet und andere Staaten natürlich auch und seitdem auch andere Staaten und die Bundesrepublik auch. Ich rede da von dem Schutz der Embryonen, das war ein Thema zur Menschenwürde, die Art und Weise, wie wir Strafen verfolgen, also ist es menschenwürdig, jemanden ein Leben lang wegzuknasten, okay, lebenslänglich ist in Deutschland nicht lebenslänglich, aber ist eine Fußfessel würdig. Alles, was Überwachung angeht, um so ein bisschen unser Zeug anzusprechen, Überwachungsstaat, Bundestrojaner, ist das wirklich menschenwürdig? Entschuldigung, das hört man ja doch lauter. Jedenfalls wird hier ein Naturrecht postuliert, okay? Da wird halt gesagt, gibt es, ist ein Bootstrap, so, es gibt die Würde des Menschen und das wollen wir jetzt einhalten. Wir achten das und der Staat, die einzige Aufgabe, die der Staat hat, das ist wirklich die einzige Aufgabe, die der Staat hat, ist die Menschenwürde zu achten. Mehr muss der Staat nicht tun. Und damit meine ich alle drei Gewalten des Staates. So, und dann, das deutsche Volk bekennt sich darum, weil es halt ein Bootstrap-Argument ist, die Würde des Menschen ist unantastbar, deswegen bekennen wir uns dazu. Ist nicht so, als ob, es gibt noch das positive Recht, wir kommen zusammen und haben uns überlegt, oh Mann, ey, das ganze Schlachten, das muss mal aufhören. Lass uns ein Gesetz machen und es hört auf. Das wäre ein positives Recht. Wir kämen zusammen und würden Spielregeln auflegen. Aber hier wird gebootstrappt und es ist andersrum. Tut mir leid, dass ich dich gelangweilt habe. Was gibt's noch? Hier wird auch die Gewaltenteilung erwähnt. Die vollziehende Gewalt ist später die Exekutive, in der die Polizei unterfällt. So, dann könnte, weil ich vorhin gesagt habe, so Naturgesetze sind ewig, Grundgesetz ist wackelig. Es gibt dann noch die Ewigkeitsklausel in Artikel 79 Grundgesetz, die sagt, ihr könnt alles gerne ändern, aber Artikel 21, die Grundsätze könnt ihr halt nicht ändern. Basta. Also ist was für die Ewigkeit. Das ist länger als das tausendjährige Reich. Und das ist ziemlich cool, weil wenn jemandem hier das Grundgesetz nicht gefällt, und mit hier meine ich in den Grenzen der Bundesrepublik Deutschland von jetzt, dann kann er halt gehen. Aber ändern kann er es halt nicht. Tut mir leid. Wenn du was dagegen hast, gegen Menschenwürde, hau ab oder krieg aufs Maul. Fragezeichen. Weil das ist das Widerstandsrecht, da komme ich später noch zu. Das Wichtigste bei einer Demonstration, wenn sie angemeldet ist, ist natürlich die Versammlungsfreiheit, die Freiheit, sich zu versammeln. Und da steht, alle Deutschen, aber ein paar über andere Gesetze und Persönlichkeitsrechte haben auch Ausländer das Recht, sich zu versammeln zumindest. Aber hier nach dem Artikel dort, ohne Anmeldung, friedlich und ohne Waffen dürfen wir uns versammeln. Das ist ziemlich cool. Ist aber auch nicht ganz real. Und direkt der zweite Satz, wie es im Grundgesetz so häufig ist, alles Weitere regelt ein Bundesgesetz, schränkt das auch wieder ein. Ja? Zum Beispiel kann diese Freiheit auch eingeschränkt werden. Die wird vor allem eingeschränkt, wenn andere Grundrechte auf Augenhöhe versuchen, da irgendwie Platz zu kriegen, sich durchzusetzen. Also die Fragen, die wir haben, ist, ab wann ist eine Versammlung eine Versammlung? Und Andy Warhol hat ja gesagt, but it's always say, one's company, two is a crowd, and three is a party. Want a party? Die Frage ist jetzt auch, wie viele braucht man für eine Versammlung? Und da gibt es keine festgegebene Zahl. Ich habe eine Versammlung erlebt mit genau zwei Demonstranten. Ich war Versammlungsleiter. Der andere war mein Ordner. Und ich brauchte noch zwei Ordner. Das war die Auflage, komme ich gleich noch dazu. Und die Polizei, die Auflagen kontrolliert, war gar nicht da. Gut, aber manchmal sind Waldränder auch nicht der Ort, um eine Demo zu machen. Aber man lernt halt, ne? Man muss sich jetzt in politische Bildung, kleiner Prozess, kleiner Anfang, groß rauskommen. Ohne Anmeldung, ein Versammlungsgesetz ist das Bundesgesetz, das es quasi regelt. Und in Nordrhein-Westfalen, da wo ich herkomme, da steht drin, genehmigungspflichtig. Und die Polizei kann halt sagen, gewisse Auflagen eingeben, ist leider so. Friedlich und ohne Waffen, das heißt genau das, friedlich und keine Waffen. Was eine Waffe ist, ändert sich mit der Zeit und die Auflagen kümmern sich darum, dass das geschieht. Zum Beispiel eine Fahne, Stange, darf zum Beispiel selten länger als 2 Meter sein und dicker als 3 Zentimeter. Wenn du aber viele kleine Fahnen, also eine kleine Fahnenstange ist viel praktischer, weil da kannst du besser mit knüpfeln.
Ich habe keine Ahnung, warum die das wollen. Und wenn du mehrere kleine Dünne zusammen hast, so 0,5er, ne? Dann zwiebelt das richtig. Unter freiem Himmel ist ein prosaischer Ausdruck in unserem Grundgesetz und bedeutet öffentlicher Platz. In Siegen haben wir eine City-Galerie, so eine Kommerzhalle, und das ist kein öffentlicher Platz. Es ist, hat das Gefühl eines Marktes, und die beleuchten die Wände, damit es aussieht, als wenn man draußen in der Natur. Falsch. Es ist kein öffentlicher Platz. Und alles Weitere regelt ein Bundesgesetz, sind halt die Versammlungsgesetze. Nach der Länderreform 2006 darf jedes Land auch sein eigenes Versammlungsgesetz rausbringen. Nordrhein-Westfalen hat eins, Bayern hat auch eins. Das von Bayern ist interessanterweise gerade unter verfassungsrechtlicher Prüfung. Was mich total erstaunt. So, okay, für wen gilt denn das Versammlungsgesetz? Der Wortsprache sagt hier, es müssen örtliche Zusammenkünfte sein, es müssen mehrere Personen sein und es muss irgendwas mit Meinungsbildung zu tun haben. Abschrecken kann man nur Eier, ist ein lustiger Spruch aus der Demo 1981 gegen die Stationierung von Pershing-2-Raketen. Das war ja eine Abschreckungspolitik. Da waren unsere Eltern noch cool, ne? Also meine zumindest, können ja eure Großeltern sein. Also generell, das Versammlungsrecht gilt für friedliche Gruppen. Und wenn da in einer friedlichen Gruppe unfriedliche Gruppen dabei sind, das Recht für die friedlichen Gruppen bleibt fortbestehen. Und die Polizei muss dieses Versammlungsrecht auch schützen. Passt da. 10 Leute demonstrieren, 9 randalieren, also ist nur noch einer friedlich, der eine muss geschützt werden, basta. Okay? Es muss auch der Unterschied gemacht werden zwischen dem einen friedlichen Demonstranten und den anderen unfriedlichen Demonstranten. Das ist Vorschrift, das ist Menschenwürde, das ist verhältnismäßig, komme ich später noch zu. Gilt nicht für die Love Parade, weil hat angeblich keine politische Aussage. Offensichtlich umstrittener Richterbeschluss, gilt nicht für Schaulustige, also eine Versammlung an Schaulustigen hat kein Versammlungsrecht. Hier sehen wir, wie ein paar versuchen, die Polizei bei der Arbeit aufzuhalten. Die haben bestimmt auch echt ordentlich Met abgekriegt nachher. Und das ist, vielleicht kennt ihr den Screen, die Gruppe trifft sich, um einen Raid zu besprechen und dann auf einmal kommt Leroy Jenkins um die Ecke und macht alles kaputt. Ein virtuelles Treffen offensichtlich, aber es fehlt hier die Räumlichkeit, der Ort. Ja? So, virtuell. Wir haben kein Grundrecht darauf, uns virtuell zu treffen. Und ich finde, gerade hier vom CCC das sagen zu dürfen, zu müssen, zu können und zu sollen, Frechheiten. Und natürlich Gewalttätige, hier eine Hooligan-Demo in Köln. Für die gilt das Versammlungsrecht nicht. Basta. Kommen wir zu Artikel 20. Das ist ja auch der Artikel im Titel des Vortrages. Da ist Absatz 4 der interessanteste, Widerstandsrecht. Gegen jeden, der es unternimmt, diese Ordnung zu beseitigen, haben alle Deutsche das Recht zum Widerstand, wenn eine andere Abhilfe nicht möglich ist. Wir haben uns das Grundgesetz auferlegt, um eigentlich gegen den Staatsterror oder uns gegen den Staat zu schützen. Also wenn es gegen jeden, der es unternimmt, diese Ordnung, es sind eigentlich staatliche Organe gemeint. Vor allem auch gemeint. Ding ist, wie willst du jetzt jemanden anklagen? Also ich verklage die Bundesrepublik, dass sie die Ordnung aushebelt und wende mich an den Bundesverfassungshof, der wegen einem Notstandsgesetz gerade nicht die Ordnung verteidigen kann. Also dieser Rechtsweg, also es kann ja durchaus sein, dass wenn jemand das System kippt, dass beim Kippen der Einspruchsweg dagegen schon kaputt ist. Was dann? Darf man hier Gewalt anwenden? Und die Interpretation lautet, ja, aber in Maßen, verhältnismäßig, okay? Wir dürfen Gewalt anwenden, aber wir dürfen nicht mit Kanonen auf Spatzen schießen. Das gilt für den kleinen Menschen, für Vereine, für Große. Das gilt aber auch generell für den Staat, die Verhältnismäßigkeit uns nicht niederzumachen. Dann haben wir hier nochmal die Dreiteilung, Absatz 3. Und da sagen wir, dass unsere Gewalt, die drei Gewalten in diesem Staat an die Verfassung gebunden sind. Und weil wir, noch ein schöner Spruch, alle Staatsgewalt geht vom Volk aus. Oh, Gewalt geht vom Volk aus, das heißt niederknüppeln. Nein, ebenso nicht. Das Volk begründet den Staat. Und das Erste, was es macht, ist, die Staatsgewalt abzugeben an die Gewählten, an die Parlamente. Die machen eine Regierung und dann von dort aus tröpfelt das wieder in einem ewigen Kreislauf. Und das Wichtige ist, dass alle Staatsgewalt gemeint ist. Also es darf nicht eine andere Staatsgewalt geben, die außerhalb ist und sagt so, ich kann trotzdem machen, was ich will. Das ist ein wichtiges Wort da drin. Und was auch noch sehr schön ist, wegen den Reichsbürgern, unser Grundgesetz sagt, dass wir ein demokratischer und sozialer Bundesstaat sind. Daraus leiten sich Staatsziele ab, unter anderem, dass wir eine Republik sind. So, jetzt fragen wir uns natürlich, was ist eine Republik? Jeder, der Star Wars gesehen hat, weiß, die Republik ist nicht immer das Beste. Es ist aber immer besser als eine Monarchie. Und das ist der Grund, warum wir das drin haben,
die Bundesrepublik Deutschland kann nicht monarchistisch regiert werden. Basta. So, alle Monarchen dürfen wählen, klar, dürfen sich aufstellen für Parteien, aber sie dürfen ihre Macht, also Parteien, also ihr wisst, was ich meine, es gibt nicht so eine, oh, du bist der erstgeborene Sohn in der Vollmondnacht, du darfst jetzt hier weiter regieren oder sowas. Verboten, Demokratie, basta. Wem es nicht gefällt, abhauen an die Reichsbürger, da ist die Tür. Kommen wir jetzt zur Polizei, sie ist unser Freund und Helfer. Sie ist ein Exekutivorgan. Es ist genau das Organ, was auch unmittelbaren Zwang ausüben darf. Das ist ein Euphemismus und heißt aufs Maul. Verhältnismäßig aufs Maul. Okay? Die Polizei darf immer ein bisschen aggressiver sein als du, muss dabei, weil das bisschen ist aber immer das Mildeste. Das erinnert mich an einer alten Mathematikvorlesung, da gab es auch irgendwie das, gab es nicht so ein Epsilon-E oder sowas, also irgendwie so ein bisschen größer, aber das Kleinste von dem, was größer ist. Also unglaublich nah, das ist das, was die Polizei darf. Ansonsten öffentliche Sicherheit und Ordnung, klar, dafür haben wir sie, Notfallhilfe und ACAB, All Cops are Beamte. Die Polizei gibt es in verschiedenen Ausprägungen, aber in allen Staaten. Die Staaten gibt es in verschiedenen Ausprägungen und die tut man meistens in drei Kategorien reinschmeißen, wenn man gerne drei Kategorien hat. Das eine ist der Wohlfahrtsstaat, da ist die Polizei etwas, was den Verkehr regelt, ne? Rechts vor links. Ein Unfall, erstmal die Unfallstelle absichern, haben wir ja heute auf der Fahrt hierhin häufig genug miterlebt. Ne? Das macht die Polizei in einem Wohlfahrtsstaat. In einem Polizeistaat macht sie nicht nur das, offensichtlich, sondern sie regelt deinen Verkehr auch bei dir im Schlafzimmer. So kann man es eigentlich sagen. Und auch deinen Datenverkehr. Ich meine, hier im CCC müssen wir mal ganz ehrlich sagen, der Bundestrojaner ist so einfach etwas, wo die Polizei mal reingeht und natürlich auch im schlimmsten Fall Kram auf unserem Rechner ablegen lassen kann. Und dann gibt es den Nachtwächterstaat. Das ist ein bisschen liberalistisch gedacht. Und da geht es darum, dass der Staat, der Polizei sich eigentlich aus allem zurückmacht, zurückzieht, dass vielleicht ein privater Dienst den Verkehr regelt oder ein kluger Algorithmus. Ansonsten quasi nur des Nachts Eigentum und Freiheit schützen. So, hier, Schunkmöglichkeit. Für Polizisten gilt nicht das Vermummungsverbot und auch nicht das Waffenverbot. Wenn die Polizei dienstlich eine Versammlung begleitet, dann gilt für die Polizei nicht das, was für den Rest gilt. Der Rest darf sich nicht vermummen, Polizei schon. Rest darf keine Waffen tragen, Polizei schon. Rest darf sich nicht uniformieren, Polizei schon. So einfach ist das. Und sie haben einen Haufen Einsatzmittel, um eine Demo eigentlich ordentlich nach dem Grundgesetz über die Bühne zu jagen. Das sind die Allgemeinen, die hat auch die Feuerwehr, zum Beispiel, teilweise der ADAC. Und hier wird es spannend. Die Wasserwerfer gehören dazu, Handschellen, Waffen und Munition, Schlagstöcke, Pfefferspray, Körperschutzausstattung, die wirklich sehr interessant anzuschauen sind. Gleich gibt es Bilder, ich will euch nicht zu lange langweilen. Megafon, Rammen, Nagelgurte, ein Haufen. Und das Geile ist, Polizeipferde und Hunde sind Gebrauchsgegenstände. Das wusste ich zum Beispiel auch nicht. Aber so ein Polizeipferd auszubilden, ist super interessant. Ich kann den Wikipedia-Artikel dazu nur empfehlen. Der hat mir irgendwie 2 Stunden gekostet und ich hätte diese wirklich in diese Präsentation stecken sollen stattdessen. Also so hat das alles mal ein bisschen angefangen. Wir haben hier halbautomatische Waffen, wenn ich richtig informiert bin. Und das ist eine Schutzausrüstung. Hält so Stiche und Hiebe ab, muss nicht unbedingt Kugeln abhalten. Das ist das Sonderengel-Kommando. sieht man unten beim Eingang. Oder es ist auch das Sondereinsatzkommando. Die Unterschrift ist falsch. Hier sehen wir ordentlich verkabelt, also hier geht es schon los mit Funk. Helme, Schutzbrille, vermummt. Also wenn da, die sind, werden normalerweise eingesetzt gegen Terrorgefahr, wenn ein Amokläufer schießen möchte oder sowas, ja. Die sind aber auch auf dem G20 in Hamburg eingesetzt worden, gegen Demonstranten. Das hatte eine neue Qualität gehabt. Das ist so quasi, wir sind im Jahre 4, glaube ich, nach Snowden und wir sind im Monat 2 nach G20. Also es ist eine Zeitrechnung irgendwo. Und das sind die Spielzeugautos, die Polizei hat. Da hinten der Wasserwerfer 10.000, ein Räumungspanzer in der Mitte und links die alte Version. Die stehen vom Hamburger Bahnhof. Das ist ein Hamburger Bahnhof, ist ein öffentlicher Platz, da laufen Menschen dran vorbei. Und das ist schon eine Demonstration von etwas. Ja, die verstecken sich da nicht. Die haben schon gesagt, moin, das sind unsere Spielsachen, wollt ihr mitspielen? Und das ist der neue Polizeipanzerwagen Survivor da hinten. Da gibt es interessanterweise auf YouTube sehr viele schöne Videos drüber, wo das erklärt wird, erzählt wird und was das Ding alles kann. Und
die Polizei mit Schutzausrüstung davor. Auch das sieht, also ich, mein erster Eindruck von Polizei, als ich groß wurde, das waren die in grüner Uniform mit so einem schönen Schirmchenhut mit weiß und die hatten, glaube ich, hier noch so ein, die waren irgendwie menschlicher. Vor allem hatten die auch ein Gesicht und manche hatten Bart und so und die haben halt das nicht. Kann ich natürlich verstehen, dass man irgendwann, wenn man angegriffen wird, sich die Schutzrüstung runterzieht, aber die stehen gerade in der Sonne und es passiert gerade nicht viel. Also man muss ja nicht von Anfang an martialisch rüberkommen. Wie die Leute rumlaufen, die Polizisten, wird aber meistens von oben vorgegeben. Ja, also der Polizist ist in diesem Fall auch wirklich nur vollziehende Gewalt. Die Polizeistrategie hat da andere Möglichkeiten. Die Autos sind so gebaut, damit keine Mollys dran hängen bleiben. Und die Polizei, vor allem die Bundespolizei, ist einkaserniert, ist quasi ein stehendes Heer für die innere Sicherheit. Und dort machen die nichts anderes, also 24 Stunden am Tag, außer gut ernährt zu werden, Sport und sich auf Stresssituationen einzustellen und diese zu üben, zu drillen. Ja? Die wissen, wie man Gewalt anwendet, wie man es macht, damit es wehtut, damit es nicht wehtut, damit es einen umhaut, damit es einen von den Socken haut. Wie, diese ganzen Werkzeuge, die wir gesehen haben, wie sie die einsetzen können. Die werden aber auch zur Deeskalation ausgebildet. Die bekommen eine medizinische Betreuung, eine psychologische Betreuung. Wenn wir, also die Polizei, so wie sie ausgebildet wird, mit allem, was da ist, und sie hat das Gewaltmonopol, dann möchten wir sicherlich, dass sie unser Versammlungsrecht verteidigt. Auf jeden Fall von den friedlichen Gruppen. Und die ist so hart ausgerüstet, um uns eben vor den Gefahren zu verteidigen. Die dabei sind irgendwelche Hooligans, Naturkatastrophen wäre jetzt mal eingefallen, aber Amokläufer und sowas. Die sind ausgebildet, um uns zu schützen. Tun die das auch? Und wenn sie das tun, mit welcher Strategie? Ach verdammt, die Folie ist falsch. Also ich behaupte, eine ausgeschlafene, gut versorgte, gut ernährte, gut ausgebildete, gut ausgerüstete Polizei ist in der Tat fähig, unseren Grundrecht zu verteidigen. Das ist deren Jobbeschreibung. Und ich glaube, die können das machen. Die Frage ist halt nur, welche Strategie unterstützt sie dabei, das zu machen? Und da gibt es zwei Polizeistrategien, die mildeste und die harte Linie. Und dann die Frage, eine rhetorische Frage, welche wohl in Hamburg gewählt wurde. Das mildeste Mittel ist das Mittel, was das Grundgesetz uns vorschreibt. Ja? Du hast keine andere Wahl, weil Menschenwürde, Verhältnismäßigkeit bei Gewaltandrohung und bei der Anwendung, sie ist effizient, sie hat die höchste Legitimität und sie isoliert den Gewalttäter. Das mildeste Mittel ist das, was unterscheidet zwischen mir als friedlichen Demonstranten, meiner Nachbarin als die friedlichen Demonstranten und irgendwelche Hooligans, die irgendwo einen Straßenzug entglasen wollen. Ich demonstriere, die anderen sind feindselig, da muss unterschieden werden. Ich will nicht mit denen in den Topf geschlagen werden, ich zahle Steuern, damit diese Unterscheidung auch getroffen wird. Konflikte, Eskalation möchte ich hier einfach mal kurz überspringen. Es geht an mit einem Austausch der Argumente über Gesichtsverlust, gewinnen und den anderen vernichten, körperlich, bis zu Harakiri, ich schmeiß mich, auch wenn ich aufs Maul kriege, der andere kriegt auch aufs Maul. Ist natürlich interessant, also eigentlich könnten wir das Spiel machen, wir haben leider keine Zeit, zu überlegen, wo ist der friedliche Demonstrant, ja, zum Beispiel Polarisation und Debatte, da wird der Demonstrant, machen wir es doch ganz schnell, ganz kurz. Und wenn es dann härter würde gehen würde, dann würde der friedliche Demonstrant sagen, nee, ich gehe jetzt nach Hause, ich habe keinen Bock. Gewalttätige, feindselige Leute, die würden natürlich sich auch gerne mit der Polizei kloppen, bis sie halt gemeinsam im Abgrund sind. Und je nachdem, welche Strategie gefahren wird, ist man nicht mehr bei Sorge um Image und Koalition, sondern schon weit über Drohungsstrategien. Ne? Wenn man zum Beispiel einen Wasserwerfer kurz mit Pfefferspray auffüllt und dann in die Menge schießt, das ist nicht mehr Debatte. Es gibt natürlich auch Deeskalationsstufen. Da gibt es zum Beispiel die eine, dass die Polizei mit der Demo mitläuft, was sehr cool ist, weil die Polizei dann sagt, hier, wir haben keine Angst vor euch. Was damit verhindert wird, ist ein Zwei-Fronten-Krieg. Wir gegen die oder die gegen uns wird damit verhindert. Und keiner schmeißt einen Polizisten eine Flasche an den Kopf, weil eventuell ein ganz friedlicher Demonstrant dahinter steht. Und da ist so ein gewisser Gruppendruck, der dann entsteht. Es gibt auch andere Möglichkeiten, wie zum Beispiel nicht hysterisch in den Lautsprecher reinzuschreien. Wir lösen jetzt die Versammlung auf, sie sind alle verhaftet. Das ist auch immer ein bisschen schwierig. Also es gibt viele Möglichkeiten, deeskalierend zu wirken. Kommen wir jetzt zur harten Linie. Da ist der Hartmut Dudde, ist der Polizeichef in Hamburg. Der ist dafür bekannt, der wird mit der Hamburger Linie in Verbindung gebracht. Die ist dafür bekannt, dass sie das hart durchgegriffen wird. So,
Also eine harte Linie erkennt man daran, dass es im Vorfeld Drohungen gibt, dass Vereinbarungen und das Recht gebrochen wird und natürlich, dass unverhältnismäßig viel Gewalt angewendet wird. Und dann zu meinem Lieblingsspruch, Feuer und Flamme der Repression. Die harte Linie ist absolut nicht verfassungsmäßig, weil sie Gewalt anwendet, wo keine notwendig ist. Das ist ein Bruch der Menschenwürde, da sind wir direkt bei Artikel 1, kann man ein bisschen so runterdeklinieren. Sie vertieft bestehende Widersprüche. Wenn eine Position draußen auf der Straße ist und die darf nicht demonstrieren, keine politische Meinung öffentlich machen, dann wird dieser Keil zwischen bestehend und Veränderung, Wunsch nach Veränderung, wird reingeschmissen und es bleibt dann so. So, die Demokratie fließt nicht mehr, die wird auseinandergerissen. Und ist offensichtlich eine staatliche Repression. Und deswegen Feuer und Flamme der staatlichen Repression. Kommen wir jetzt zum letzten Teil. Und zwar Verlauf der Polizeistrategie, Verlauf der friedlichen Demos. Mein Fokus geht auf Demos, seid friedlich, aber geht auf Demos. Und dann ein bisschen Nachbereitungsgeplinkel. Ich hatte gerade drei Charakteristika von harter Linie gezeigt. Und die möchte ich gerade nochmal aufklären. Das sind nicht die einzigen drei, aber und sind auch nicht die einzigen Beispiele. Aber wir müssen ja auch irgendwann mal hier zur Rande kommen und auf die Party. Innensenator Grote, das ist der Chef vom Dudde, der hat gesagt, sollte es zu einer erfolgreichen Blockade kommen, würden die Teilnehmer beim Aufeinandertreffen mit der Kolonne in, würden sich die Teilnehmer beim Aufeinandertreffen mit der Kolonne in Gefahr bringen. So, was ist hier? Hier sind jetzt zwei. Das ist eine Drohung. Weshalb? Wenn die, wenn eine erfolgreiche Blockade ist, wenn drei Hippies mit einer Akustikgitarre sich in die Straße stellen, wo die Kolonne durchfahren möchte, die Kolonne, wo halt ein wichtiger Politiker drin sitzt. Und dann wäre das mildeste Mittel, denen zu sagen, geht weg. Nein, wir wollen nicht. Kumbaya, my lord. Dann, sonst müssen wir euch da zur Seite tragen, ganz sanft. Nein, ihr seid ein Schweinesystem. Das wickelt sich so hoch. Dann bleibt die Polizei cool, nimmt jeden an der Hand, die sind auch in einer Überzahl, zieht sie zur Seite, Kolonne fährt durch, Verspätung 15 Minuten. Grob. Ja. Und jeder, es ist halt immer das mildeste Mittel gewählt worden. Was aber hier ist, sich in Gefahr zu bringen, ist nicht, wenn die Polizei das mildeste Mittel anwendet. In Gefahr zu bringen ist, wenn Police auf dich schießt oder dir einen reintritt, also zur Seite treten, anstatt tragen. Das sind Buchstaben wichtig für den Unterschied. Und viele haben diese Aussage, weil er das nicht mehr genauer detaillieren wollte. Journalisten haben nachgefragt, was meinen Sie damit? Und gesagt, nee, keinen weiteren Kommentar. Haben ihm das halt vorgeworfen und gesagt, okay, das ist eine Drohung. Ne? Man kann auch sagen, dass das Aufstellen der Polizei Fahrzeuge auch schon eine Drohung sind. Bruch von Vereinbarung. Ich habe in der Zeit gelesen, weil der Versammlungsleiter die autonomen Demo nach eigener Darstellung mit dem Einsatzleiter der Polizei eine Übereinkunft erzielt hatte. Und zwar, Kapuzen und Sonnenbrillen würden geduldet, Schals und Tücher seien aber vor der unteren Gesichtshälfte zu entfernen. Aber wie sieht denn der schwarze Block aus, wenn er quasi Kapuze und Sonnenbrille immer noch trägt? Die kannst du ja nicht unterscheiden irgendwie. Und wie schnell ist die Vereinbarung von der einsatzleitenden Polizei, das ist Polizeistrategie, die sind hinten im Warm, grob, also die sind nicht vorne ganz direkt im Kontakt. Wie hat sie das kommuniziert? Haben die wirklich Polizeifunk, können das jedem sagen? War jeder Polizist wach, ausgeschlafen, um das zu tun? Und unter der Annahme, dass der Versammlungsleiter die Wahrheit spricht in diesem Interview, dann ist hier eine Vereinbarung gebrochen worden. Also dieses Zitat mit Skepsis würdigen. Es kommt immer aus der Zeit, das heißt, dann aber auch ein Bruch von Recht. Und hier geht es darum, Eingriffe der Polizei am Sonntag sind ohne Rechtsgrundlage durchgeführt worden. Das war die Geschichte des Campens. Es gab ja so, die Demonstranten wollten campen auf einer Wiese, die ich nicht mehr aussprechen kann. Und das ging hin und her mit dem Gericht. Das Gericht hat ja, erstmal haben sie gefragt, dürfen wir? Dann hat die Polizei gesagt, nein. Ist es vor Gericht gegangen? Hat das Gericht gesagt, ja. Und dann haben sie da gecampt. 20 Zelte, ist die Polizei reingekommen und hat die Zelte abgerappt. Das ist ein Bruch von Gesetz. Da hat die Polizei geputscht. Dann haben die Gesetze, hat aber das Gericht, weiß ich nicht, einen Tag später gesagt, ach ja, übrigens, ihr dürft doch nicht. Das ist ein bisschen so, das ist alles so ein bisschen, also auf Provozieren herausgezogen, weil, dass Leute ein Camp bekommen, irgendwo außerhalb mit einem Dixie-Klo, das ist etwas, wie Menschenwürde eigentlich schon hat. Das ist halt nicht irgendwo herumscheißen oder so. Und dann die unverhältnismäßigen hohe Gewaltanwendung.
habe ich hier nur einen Kommentar aus der Taz geholt. Da kamen die Sondereinsatzkommandos zu den Demonstranten. Ich glaube, es war auf Schanzenviertel, darauf bezieht sich das. Die Zitate, die Artikel, aus denen die Zitate sind, sind im JIT übrigens. Und wenn das Sondereinsatzkommando, das hat halt, die schärfste Waffe des Sondereinsatzkommandos ist halt die Waffe. Und was will denn, wenn ein Verrückter sagt, ja, was willst du machen? So, willst du mich jetzt hier wegballern oder sowas? Das würde natürlich, dann ist die Eskalation vorbei. Dann sind wir beim bürgerkriegsähnlichen Zustände oder so. Also, dass die SEK da reingemarschiert ist, also dass die Strategie so verfolgt hat mit so einer Gewaltanwendung, ist auch ein offensichtliches Zeichen einer harten Linie. Und deswegen brannten in Hamburg dann auch 20 Autos. Nicht nur deswegen. Und es war nicht cool, dass 25 Autos brennen. Die Polizeistrategie war die harte Linie und hat dieses Ergebnis gebracht. Ein Supermarkt wurde geplündert. Ich weiß von einem weiteren. Das war aber Fake News, dass er geplündert wurde. Und Beamten und Demonstranten sind verletzt worden. Und die Zahl der Beamten war erstmal ganz oben und ist langsam nach unten gegangen. Und die Demonstranten waren, das klärt sich jetzt erst noch auf, wer alles auf den Semmel gekriegt hat. Hier eine Liste von friedlichen Demos. Scherz. es gab die G20-Protestwelle am 2.7. und da sind 10.000 Leute einfach auf der Alster gewesen und hatten da Spaß gehabt. Der schwarze Block war auch anwesend, wie ihr links sehen könnt. Mit dem typischen Humor, hitzefrei für Polizei. Und hier haben die sich halt wie die G20-Leute verkleidet. Sehr schön. Das ist das hart, ja. Also es gibt, ja, die Frage ist, die Plünderung des Supermarktes, ist dies ein Fake? Ich habe aus den Zeitungsartikeln einen Supermarkt erkannt, wo dann gesagt wurde, es war ein Fake, das ist aufgearbeitet worden, zum Beispiel der Zeitungsartikel war falsch. Und der andere Supermarkt, da, zu dem Zeitungsartikel habe ich keine journalistische Richtigstellung gefunden. Okay. Er hat Amateuraufnahmen gesehen, wo Regale aufgenommen wurden. Ich muss das ja wiederholen. Ich bin mir nicht sicher. Also vertraut mir bei der Zahl nicht, aber es ist halt, es sind Dinge in Hamburg passiert, die unschön sind. Die wollen wir nicht nochmal haben. Einigen wir uns darauf. Das ist hart cornern. Ich habe es mal als friedliche Demo hingetan. Das Problem ist halt, nur um 2 Uhr morgens ist die Polizei durch und hat gewasserwerft. Einfach so hört man. Dann die Nachttanzdemo, lieber tanze ich als G20 mit 15.000 Teilnehmern. Friedliche Demo, so sieht sowas aus. Ordentlich viele Leute. Mit dem typischen Humor, Dudde, du Klobürste. Und geh kacken. Was für ein Scheiß. Also es gibt auch immer so, zur Demonstration gehört vor allem Humor, weil das Lachen der erste Protest ist. Über etwas zu lachen ist eine Form von Protest. Dann die 1000 Gestalten, eine künstlerische Demo. Da sind 1000 Gestalten in Grau durch die Stadt gelaufen und haben das ganze Stadtbild dann halt so verändert. Und die sind nicht marschiert, sondern die sind halt so ganz langsam gelaufen, als würden die irgendwas bedrücken und aufhalten. Ich fand das Bild irgendwie schön. Und dann haben sie sich ausgezogen und drunter hatten sie bunte Klamotten. Und dann liefen sie bunt, teilweise auch nackt durch die Stadt. Und dann haben sie sich da in der Alster wieder sauber gemacht. Dauerte 3 oder 4 Stunden, also auch eine coole Form des Protests. Also man muss nicht, also es gibt viele lustige Formen des Protests. Dies ist ein Alternativgipfel, der gehalten wurde mit 1500 Teilnehmern. Ein Gipfel, wo jeder teilnehmen durfte, wo jeder mitsprechen durfte, ein partizipativer Gipfel. Und es gibt also Methoden, dass das auch funktioniert. Es muss nicht alles so abgekapselt sein wie der G20. Hi. Bist du nach mir dran? Bist du nach mir dran? Hältst du nach mir einen Vortrag? Achso, hätte ja sein können. So, also ein Raum, der ist jetzt nicht so gut gefüllt wie jetzt der Raum hier. Das sehen die Leute im Internet leider nicht. und jeder darf mitmachen. Und die hatten schöne Sonne und die hatten auch Friede, Freude, Eierkuchen. Und zuletzt dann die Welcome to Hell, friedliche Demo. Was ist hier los? Die Demo ist abgesagt worden. Aber an anderer Stelle haben sich 8000 der Demonstranten wieder getroffen und die ursprüngliche Route zu Ende geführt. Friedlich. Das war eine friedliche Demo. Und dann die Abschlussdemo mit 60.000 Teilnehmern. Auch da war ein Wasserwerfer-Einsatz kurz.
Aber ich habe gehört, dass in Hamburg angeblich Wasserwerfer gerne eingesetzt werden. Also ich habe nicht alle friedlichen Demos gezeigt. Es, bei 70.000 Demonstranten für 2 bis 3 Tage, vielleicht eine Woche in Hamburg, da gibt es so unzählig viele Demos. Friedliche, lustige, unterhaltsame, zum Nachdenken anregende, zum Mitmachen anregende. Und wir sehen im Fernsehen halt immer nur dieselben 2, die in die Hose gegangen sind, definitiv, aber sie repräsentieren nicht, was geschehen ist. Kommen wir jetzt zum Schluss. Hat jemand Fragen? Mann, ey, der Saal ist brechend voll. Ich möchte jetzt ein Fazit machen. Ich war heute fast zu spät gekommen, aber vielen Dank diesen beiden wundervollen Personen hier vorne. Habe ich das noch geschafft? Wäre ich zu spät gekommen, hätte ich einfach diese Folie ausgemacht, weil die letzten 50 Minuten werden hier zusammengefasst. Teil 1, erinnert euch, UN oder G20, was hat uns die G20 jemals gebracht? Gar nichts. Nur den fotografierten Politikern zeigt sie, dass sie irgendwie ganz top of the pop sind. Teil 2, Versammlungsrecht, Polizeistrategien und so weiter und so fort. Friedliche Demonstranten müssen geschützt werden, basta. Und sie dürfen nicht zusammengeknüppelt werden. Man hört das wirklich, ne? Und im dritten Teil, in einer Demokratie darf die Polizei nicht machen, was sie will. Offensichtlich. In der Demokratie dürfen auch gewalttätige Protester nicht machen, was sie wollen. Es ist halt einfach so, und das möchte ich gerne hier nochmal wiederholen, gewalttätiger Protest ist Kacke, ja, stehe ich zu, gewalttätiger Protest ist scheiße, ist kein Protest, ist scheiße, gewalttätige Polizei ist auch scheiße, ja, ist keine Polizei, ist scheiße. So, und von beiden haben wir in den letzten Jahren zu viel. Und warum das nicht mal ändern? Und dann stellte ich halt fest, in der Vorbereitung dieses Vortrages, Mensch, die 2 gewalttätigen Demos im Fernsehen repräsentieren gar nicht, was alles an großartigen Demos die ganze Zeit passiert und friedlich sind, aber die haben es halt nicht geschafft bis ins Fernsehen. So, es gibt noch ein paar offene Punkte, also forken und weitermachen. Das Versammlungsgesetz kann man mindestens 16 Mal wiederholen, weil wir haben 16 Bundesländer. Videos zeigen, einfach nur, um die Leute noch ein bisschen mehr zu sagen, oh Gott, kriegt ihr jetzt aufs Maul oder nicht? Ich habe die Journalisten und ihre eingeschränkte Pressefreiheit überhaupt nicht angesprochen. Das an sich ist ein Riesenthema, wie die Polizei sich dargestellt hat, mit Tweets, wie die Politiker in der Medien gesagt haben, wir können doch unglaublich, dass jemand die Polizei kritisiert für ihr Verhalten, das sind unsere Polizisten, die machen immer alles richtig, die haben immer recht. Terrorismus ist viel zu häufig verwendet worden. Hooliganismus, Straße entglasen, Gewaltanwendungen, Scheiße, das kann man so nennen, aber Terrorismus ist einfach eine andere Qualität. So, im terroristischen Anschlag, da sterben Leute. Wir haben das SEK gegen terroristische Anschläge. Wir haben nicht das SEK gegen ein paar Hooligans, um die zu erschießen, sondern wir müssen das mildeste Mittel anwenden gegen eine Demonstration, die aus dem Ruder läuft, nachdem wir alle anderen Deeskalationsmaßnahmen versucht haben. Aber es ist kein Terrorismus. Terrorismus wird nicht angemeldet, ist auch nicht genehmigungspflichtig oder so. Die politischen Forderungen werden natürlich jetzt auch wieder härter. Wir kennen das. Das kennen wir einfach. Würden wir nicht dagegen aufstehen und widerstehen, dann wäre es jetzt schon viel schlimmer. Deswegen vielen Dank, dass wir es bisher gehalten haben. Wir bleiben tapfer. Wir wollen alle weiter für unsere Freiheiten und Grundrechte einstehen. Allerdings sieht die Zukunft der Repression jetzt ein bisschen dunkler aus und ein bisschen näher, weil halt wir hier Polizeigewalt gesehen haben auf einem medialen Repräsentation mit politischen Forderungen, die wären 1970 so nicht durchgekommen. Das erste Bild, was ich euch gezeigt habe, abschrecken kann man nur Eier. Die hätten mehr gemacht als nur einen kleinen Vortrag hören. Ist vorbei. Nein, ist es nicht, was? So, deswegen meine dringende Bitte an euch. Kritisiert die Polizei, Strategie, nicht den Einzelnen auf der Straße, fair und ausgewogen. Dafür muss man halt ein bisschen informiert bleiben im Internet. Es gibt die Rote Hilfe, die darüber informiert. Unterstützt die Rote Hilfe oder sonst irgendein Verein, der so Grundrechtsverteidigungssachen macht, unter anderem auch die Digitalcourage. Schreibt eure Zivilvervolksvertreter an auf abgeordnetenwatch.de. Die ersten 3, ach scheiß drauf, 5, die das machen und mich finden
und mir das zeigen auf meinem Smartphone, kriegen von mir einen Schunk ausgegeben. Und der Polizeioberhaupt überdispektierlich Mensch, den könnt ihr auch anschreiben. Könnt ihr sagen, hey, Polizei finde ich super, allerdings gewalttätige Polizei ist scheiße. Aber ich finde auch gewalttätige Proteste scheiße. Können wir uns da nicht was regeln? Deswegen hasta la Victoria siempre. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Feedback gibt es, bitte geben unter diesem Link. Und damit können wir gerade noch eine Frage- und Antwortrunde machen. Hat keiner Bock drauf? Ich jedenfalls nicht. Okay, gut. Schreibt eure Volksvertreter an und versucht einen Chunk bei mir zu ergattern. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Das habt ihr super gemacht. Bravo.